Willkommen endlich mal wieder zu unserer F1 23 My Team Karriere, wieder mit Audi. Wir sind Season 1 und hier im Ungarn am Ungaroring. Ich finde die Strecke toll, aber es ist natürlich auch immer wieder schwierig, denn die Strecke ist halt auch sehr bekannt, dass man nicht überholen kann und ich muss halt auch im Qualifying ein bisschen abliefern, denn das Qualifying ist immer noch ein unser Schwachpunkt. Hier haben wir die Strecke 4,3 Kilometer lang, 14 Kurven und eben halt auch zwei DS-Zonen, wobei halt nur eine so ein bisschen relevant wird und die meisten Überholungen über in der ersten Kurve sein werden. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Abonniert unbedingt gerne den Channel, kostenlos, dass ihr kein Video mehr verpasst. Lasst doch gerne ein Däumchen rum da und ich hoffe, die Formel 1 zieht dann auch bald um auf die neu gebaute Strecke in Ungarn, denn ja, Budapest ist zwar cool, aber was bringt dann eine Strecke, wo kaum actionreiche Rennen sind, außer wenn es mal regnet und Bottas den Torpedo auspackt. Also ihr wisst, was ich meine. Ich male mir hier eigentlich keine großen Chancen aus oder ich mache mir auch keine große Hoffnung, denn unser Auto ist natürlich aerodynamisch jetzt eher nicht das Beste. Ich gehe immer mehr auf Pace und auch auf Zuverlässigkeit hier den Berg rauf und das ist mal der 9. Platz. Ich würde sagen, mit dem könnte man noch arbeiten. So generell so zwischen 13 und 8 sehe ich eigentlich immer unsere Leistung. Oh, hier 17, das ist eher semi-gut. Ja, kommen wir mit einem leichten Quersteher raus, das ist trotzdem der 18. Platz immer noch. Und jetzt kommt so ein bisschen dieser Smooth-Sektor oder diese Smooth-Ecke, denn hier musst du halt auch wirklich smooth sein, in Flow sein und wirklich auch Rhythmus beweisen. Das ist der 18. Platz und bereits 1,5 Sekunden Rückstand im Mittelsektor. Das kann auf jeden Fall interessant werden und ich hoffe, wir reißen in den letzten zwei Kurven ein bisschen was raus, denn das könnte sonst echt traurig werden. 16. Platz, 15. Platz, die letzte Kurve muss sitzen. Ich glaube, dann könnten es die Top 10 werden. Oh mein Gott, das war gut. 12. Platz ist okay und ist auch nicht 13. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Verstappen, Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Norris, Ocon, Gasly, Magnussen, Stroll, der Wissenschaftler, Hülkenberg, Bottas, Joe, Tsunoda, Albon, Doohan, Oscar Piastri, De Vries und Logan Sargeant. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und das ist auch unser erstes Rennen mit Oscar Piastri, unserem neuen Fahrer. Ja, ihr seht richtig, wir sind hier im Replay-Modus. Die Lichter gehen aus, Lights out und wir kommen eigentlich, oh mein Gott, unfassbar gut weg vom Start hier. Da sind wir direkt am ersten Alpine vorbei und die sind auch in direkter Konkurrenz unsere, engsten Rivalen. Wir können uns hier wirklich nach vorkämpfen. Das sollten die Top 10 sein. Hier in einem Schlupf leider Norris wieder durch. Das ist aber nicht so schlimm, denn es ist ja bereits 5., 6., 7., 8., 9. Platz. Das ist 2 Punkte. Das wäre echt toll, wenn wir das ein bisschen mit retten könnten. Es ist eine Strecke, wo es schwierig zu überholen ist. Und ich glaube auch, dass wir unsere Position gut halten könnten. Also so auf DS-Train mäßig. Aber da müssen wir jetzt mal gucken. Wir sind auch 2, 4, ja, das ist, nein, das ist nicht so schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, es ist der 9. Platz. Das ist eher gut und wie gesagt, die Stärken liegen eher im Rennen drin. Wie gesagt, auf dieser Strecke kann man nicht gut überholen. Ich glaube, dadurch könnten wir uns auch echt gute Position holen. Vielleicht auch nach vorne kommen. Ich darf halt nur nicht zu viele Fehler in den ersten Runden einbauen und wir müssen halt auch mit der Reifenstrategie ein bisschen riskanter umgehen. Das ist auch in der Vergangenheit immer unser Problem gewesen. Ich bin da immer zu sehr auf Safety gegangen. Probiert es auch immer öfters, wenn eine rote Strategie verfügbar ist, auch diese zu benutzen, dass wir eben halt, weiter nach vorne kommen. Wir waren auf Schwierigkeit 94 und da musst du halt auch ein Risiko eingehen. Bis jetzt schaut das Ganze gut aus. Der Start ist wirklich immer ein Game Changer und es tut mir leid, dass wir hier kein richtiges OHD haben. Das Problem liegt halt, ich habe zwar aufgenommen, habe aber bei der Aufnahme leider vergessen, mein Ladekabel anzustecken. Somit ist es abgestürzt und keine Kopie oder so gab es dann. Das ist das Dumme an diesen ganzen Capture Card Programmen. Eine erste Startreihe Mercedes, das ist sogar possible. Ich war von dem richtig schlechten Start von Gasly überrascht. Der ist da unfassbar grottig weggekommen. Wir sind eigentlich gut reingekommen. Ich habe dann aber zu spät gelenkt, war auf dieser dreckigen Bahn und konnte dann auch nicht
früh genug einlenken, dachte mir dann auch, ja, lass mir den McLaren lieber vorbei, sonst ist irgendwie da Illegal Position oder so, irgendwie, ich will da auch nichts nachgesagt. Hier sind wir jetzt nun, ja, schön weit, aber wir können dem McLaren immerhin folgen. Es ist halt noch ein bisschen schwierig, denn, wie gesagt, ich fahre halt hier 35% Rennen und hier generell da ein bisschen Luft zu bekommen, wisst ihr, was ich meine? Oder da jetzt mal reinzukommen. Es ist immer schwierig. Ich fahre zwar auch Rennstrategie und so, aber da hast du keine 40, 45 Kilogramm Benzinmotor. Wenn es hochkommt, hast du vielleicht 25 oder so drin. Das ist schon gut, aber wenn du dann wirklich das Auto so halb voll hast, ist das nochmal was ganz anderes. Und so ist es dann wirklich, dort bei mir immer ein, zwei Runden. Und deswegen glaube ich auch, ist der zweite Stint immer viel cleaner und viel, viel interessanter. Trotzdem können wir hier dem McLaren gut folgen. Also wir kommen jetzt nicht in Riesenschritten an ihn dran. Er fährt aber auch nicht in Riesenschritten an uns weg. Das ist natürlich das viel Wichtigere. Jo, es schaut auch sehr sauber aus. Ich mag die Strecke. Tatsächlich. Ich glaube, das können nicht viele sagen, dass sie Ungarn mögen. Ich finde die Strecke toll. Das Ding ist halt gerade auf dieser Strecke, dass es sehr schwierig wird. Wir sind in Runde Nummer 9 und ja, es hat sich dann doch einiges getan. Die Gap zum Vordermann ist ja nahezu unendlich und wir werden hier gejagt von Esteban Ocon. Der jagt uns hier und wir müssen halt wirklich alles geben. Ich probiere auch noch extra ein, zwei Runden länger draußen zu bleiben wie die anderen, dass wir doch auf die Gelben gehen können, weil es ist eine richtig lange Renndistanz. 25 Runden, das darf man nicht vergessen. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, wir fahren ja mit einem Pokémon-Helm, stimmt's? Also, dieser Helm schaut verdammt nach Pokémon aus. Da kommt Esteban Ocon und wir gehen hier richtig spät rein. Ja, da hat er sich schon mal blicken lassen, der gute Esteban. Aber wie gesagt, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, es sind 25 Runden und 15 Runden mit dem gelben Satz durchfahren wird schwierig. Deswegen dachte ich mir, wir bleiben auch nur eine Runde länger draußen. Es ist aber trotzdem, die Gap ist unheimlich riesig und natürlich auch mit jeder Runde, wo ich draußen bleibe, verlieren wir all in all Gap zu den anderen, die schon in der Box drin waren. Jetzt heißt es auch alles geben noch einmal hier. Die Kurve macht so viel Spaß mit den neuen Autos. Die kannst du richtig schön mitnehmen. Also da ist, kaum mehr irgendwie ein Problem. Jetzt geht's in die Box rein. Jetzt werden die Hosen runtergelassen. Esteban Ocon fährt noch eine Runde länger. Kann gut, aber auch schlecht sein. Mir ist es egal, wir gehen jetzt rein, dann pushen wir, was das Zeug hält. Denn erfahrungsgemäß ist diese Runde jetzt die wichtigste Runde überhaupt. Denn gerade in dieser Runde kannst du so viel Gap gut machen. Und hier sind wir nun auch rechts. Da ist unser Team, Oscar Piastri, wie ihr schon gemerkt habt, unser neuer Teamkollege. Und ich hole mir dennoch die Weißen. Es war mir einfach zu happig. Trotzdem 14 Runden. Ich habe gesehen, in 11 Runden sind die Runden so tot gewesen. Und da gehen wir jetzt einfach auf die weißen Reifen, auf Safety. Und da nehmen wir halt auch einfach ein, zwei Plätze mit. In Kauf, dass da wirklich was schief geht. Wir sind in der 14. Runde und ich habe keine Konkurrenz gefühlt. Hinter mir ist niemand. Vor mir ist niemand. Und ja, jetzt wird es dann halt richtig interessant. Was wir hier machen. Es wird sehr spannend werden. Doch wie ihr vielleicht im Titel gelesen habt, werden gerade die letzten Runden dann halt auch die werden, wo wir, wo es um alles geht. Jetzt können wir noch ein bisschen Smoothie hier herumcruisen, aber Esteban Ocon im Rückspiegel, ganz, ganz hinten sehen wir ihn schon. Das ist noch eine Gap, ich weiß nicht genau, ich kann es jetzt auch nicht einschätzen, aber ich glaube, was ich mich erinnern kann, waren es ca. 5-6 Sekunden. Und hier haben wir dann Runde Nummer 2, da sind wir, ich glaube, da sind wir neben die Strecke gekommen, genau, das war das hier. Hat jetzt nicht viel Zeit gebracht, aber gerade im Push drin ist das natürlich jetzt gar nicht gut, dass man dann einen Fehler einbaut. Ich werde von nicht nur einem Alpine, sondern gleich von zweien gejagt. Das ist, ja, schwierig. Das sind doch meine engsten Verfolger. Ich würde sagen, wir sind streckenabhängig natürlich eher gleich mit dem Alpine und immer ein bisschen schwächer wie dem McLaren. Das sieht man ja auch, die fahren jetzt beide da vor uns. Und das wird dann ja sehr interessant. Wir gucken uns auch nach dem Rennen natürlich an, wie sich so die Silly Season ergeben hat. Denn es ist sehr spannend. Es hat sich da wirklich der ein oder andere weirde Wechsel ergeben. Und ja, da werden wir später nochmal drauf gucken.
Ja, hier fällt mir auf, ich bin oft neben der Strecke mit den roten Reifen, gerade so am Anfang Stint. Da ist es auch schwierig zu fahren. Runde Nummer 4. Und da waren wir eigentlich von der Gap her ziemlich gut unterwegs. Es hat Spaß gemacht, es war toll. Und ja, es war halt auch fahrbar. Und wir konnten da gut mithalten. Nur irgendwann kommt dieser Moment im Rennen, wo dann... Es ist meistens der Moment, wenn ich beim Vordermann aus dem DS rausfalle, aus einem Rutscher, aus einem... Ja, irgendwas. Ja, genau, hier habt ihr es gesehen. Das war sehr scharf. Das war sehr knapp. Halleluja. Aber alles gut gegangen. Sehr knapp in der Katastrophe vorbei. So, da, hier sind wir jetzt in der 20. Runde und ab hier konnte ich dann auch wieder aufnehmen. Und ja, wir sehen im Rückspiegel schon fast in, ja, würde ich mal sagen, großauflösender Sicht. Ja, dass Esteban Ocon hier richtig andrückt. Wir sind auf dem 9. Platz. Und das wären aktuell zwei wichtige Punkte. Leclerc sitzt vor uns. Der Norris konnte sogar an Leclerc vorbei. Das ist sehr interessant. Aber wir kommen hier ja jetzt in eine holprige Phase. Wir müssen einfach aufpassen. Carlos Sainz ist draußen. Und das ist sehr gut. Das ist unfassbar gut. Denn Carlos Sainz war vor uns. Und wir nehmen hier dankend den 8. Platz an uns. Das wären 4 Punkte. 4 so wichtige Punkte in dieser Weltmeisterschaft. Es ist, ja, das wäre cool. Das wäre sehr, sehr geil, wenn wir das ins Ziel retten könnten. Wir müssen eigentlich nur aus der letzten Kurve ordentlich rauskommen und dann wäre es das. Dann wäre es das. Und ich hoffe natürlich, dass das reichen wird. Esteban macht hier natürlich ordentlich Druck. Er hat, denke ich mal, aber jetzt noch die schlechteren Reifen. Wir sind in der 23. Runde. Esteban ist immer noch mit 6 Zehntel Rückstand an uns dran. Magnussen eher mit 2 Sekunden, ein bisschen mehr, ist das eher schon vorbei. Jetzt wird's spannend, noch einmal, der Endfight, die letzten 2 Runden, gucken wir uns jetzt hier mal an, wir müssen das retten, es muss wirklich, es darf nicht schief gehen. Oh mein Gott, ja, auch die weißen Reifen bauen schnell ab. Ich finde das System sowieso ein bisschen crap in Formel 1 23. Ich habe es auch, glaube ich, letztens schon angesprochen, die weißen Reifen sind eigentlich vom Abnutzungslevel her 1 zu 1 gleich wie die gelben im letzten Formel 1. Und die gelben nutzen sich eigentlich fast gleich ab wie die roten. Also der Reifenverschleiß ist... Die weißen halten auch am längsten im Game, aber nicht mehr so unfassbar lang. Man konnte früher gefühlt 20 Runden mit einem Satz weißen Reifen fahren. Da gehen wir neben die Strecke. Hoffentlich nutzt Esteban Ocon jetzt nicht diese Chance aus. Da war er noch weit genug weg. Da waren wir diesmal echt sehr spät an der Bremse und auch die Lenkung musste ich dann ein bisschen aufmachen. Und das macht natürlich auch die Tür auf. Esteban Ocon in der vorletzten Runde wird er jetzt angreifen können. Jetzt wird es auch einmal spannend, denn die letzten 2 Runden sind natürlich hier auch, ja, Herd für Fehler. Wir sind, ich bin das ganze Rennen an einem Stück gefahren und man merkt das jetzt auch. Hier in der, ja, hier muss ich schon mal abdecken. Denn auch ich denke mal, dass irgendwann so ein Verzweiflungsmanöver reinkommen könnte von Esteban. Und da müssen wir aufpassen. Jetzt noch in diesen Sektor durch. Da glaube ich, geht auch ehrlich gesagt nichts. 37% hat der linke Vorderreifen, der schon ordentlich gelitten hat an dieser Strecke. Jetzt konnten wir uns ein bisschen befreien. 7 Zehntel, das ist sehr wichtig. Aus der letzten Kurve raus müssen wir alles machen. Und dann haben wir nur noch einmal Start und Ziel. Und dann auch das Ziel endlich. Das wird auch die einzige Chance, denke ich mal, sein. Oh mein Gott. Hier driften wir fast durch. Das wird dann auch die einzige Chance sein, dass wir hier an das Esteban an uns vorbeikommen wird. Aus der letzten Kurve kommen wir ordentlich raus. Das sind trotzdem 7 Zehntel. Die gehen jetzt runter wie Sekunden. Natürlich auch, weil Esteban das DRS öffnen kann. Es wird aber trotzdem reichen, dass wir hier noch vorne bleiben können. Ich muss mich halt wirklich zusammenreißen und diese letzte Runde ordentlich hinbringen. Jetzt hier kommen wir einen Ticken besser raus, trotzdem mit einem leichten Querstand. Jetzt dreht aber Esteban das DRS auf und wir sind hier nur 2,5 Zehntel vor ihm. Es wird spannend. Diese letzte Runde ist alles entscheidend. Da geht es neben die Strecke und Esteban will sich direkt hier neben uns setzen. Wir können hier aber gerade noch so abdecken. Das war der Asi-Schlenkerer und jetzt geht es in den Mittelsektor. Sag hier nur nicht diese Betonwürste rechts erwischen, dass wir ja das Ende. Jetzt hier noch einmal in die Zickzack-Kurve. Tsching und tschung. Da kommen wir sauber durch. Auch Esteban kommt okay durch. Wir konnten uns da aber ein paar Tausendstel sichern. Jetzt einmal noch in diesen langsamen Mittelsektor. Lewis Hamilton
ist schon im Ziel. Also die sind echt weit weg gewesen von der Gap heute. Jetzt noch einmal hier. Ich glaube, da kann er auch nicht überholen, wenn der Rennen der Serie ist, auf das ich mir bis hier aufgespart habe. Jetzt geht es in den letzten Sektor. Esteban Ocon ist richtig knapp an uns dran. Aber das schaut gut. Wow, Kevin Magnussen kommt da ganz hinten schon angeflogen. Nur kein Fehler hier. Wie vorhin, da kommt ein ganz leichter Rutscher. Diese Reifen sind so tot. Und aus der letzten Kurve raus darf wirklich nichts mehr schief gehen. Denn Esteban Ocon drückt hier an. Er wird auch DS bekommen. Und die Mittellinie ist erst gerade so da vorne. Jetzt wird es noch einmal knapp. Komm, das wird... Oh mein Gott, Leute. Fuck, war das knapp. Das war unfassbar knapp mit Esteban Ocon. Achter Platz. Was für eine Leistung. Ich freue mich extrem. Und es hat Spaß gemacht hier in Ungarn. Auch wenn wir gefühlt wieder nur beim Start Leute überholen konnten und dann ja eher verteidigen mussten, hat das richtig Bock gemacht. Stefan Römer, also ich glaube, ihr könnt das nicht glauben, das hat den richtig Bock gemacht. Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Doppelsieg für beide Mercedes, sehr interessant und hier sehen wir das Ganze auch mal. Hier haben wir Lando Norris bei McLaren, aber auch Nico Hülkenberg bei Aston Martin und unser alter Teamkollege Daru Vala ist zu Haas gegangen, wo jetzt auch Alex Albon, nein, Jack Doohan ist zu Williams gegangen, Alex Albon zu Haas und Hülkenberg zu Aston Martin und Fernando Alonso wieder zurück zu McLaren. Also ich habe es einen richtigen Stein ins Rollen gebracht, was ich ziemlich interessant finde auf jeden Fall. Oscar Piastri hier auch wieder gut gefahren und ich wusste, wenn ich mir den hole, dass wir doch, glaube ich, am Ende der Season, dass der ein, zweimal anschreiben wird. Seitdem wir die Schwierigkeit der 94 aufgedreht haben, sind es auch wirklich nur pro Rennen ein, maximal 4 Punkte. Also mehr als der 8. Platz war bis jetzt auch nicht drinnen, wenn überhaupt. Und im Qualifying ist das Auto wirklich noch immer noch Dogshit, muss man echt sagen. Das Auto ist im Qualifying richtig grottig. Und da ist auch teilweise der Teamkollege besser. Meine Race Pace ist strong im Game, aber das hilft halt alles nichts. Du musst auch ein Quali hinbringen, das Gute. Belgien kann auf jeden Fall zu einer interessanten Sache kommen. Wir sind pace-technisch, glaube ich, gerade auf so langen Strecken, könnte es sehr spannend werden. Ich bin eigentlich ein guter Belgien-Fahrer, aber wenn es das Auto natürlich nicht zulässt, dann könnte das noch trotzdem... Oh. Gucken wir uns das Ganze morgen mal an. Abonniert dafür unbedingt gerne den Channel. Jetzt nehmen wir hier noch einen weiteren vor. Sehr, sehr viel wieder fehlgeschlagen. Das war mir auch irgendwie klar, denn das ist halt wirklich diese Kinderkrankheit bei einem, ja, Anfängerteam. Das ist echt immer das Gleiche, dass da ein paar Krankheiten da sind. Hier sind wir nun. Schaut gerne auf Instagram vorbei, @tür_gaming. Und macht doch unbedingt gern die 13k voll auf TikTok. Links mal unten in der Bio abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Falls euch der Content hier gefällt, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen nach oben freuen. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.